Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mordvorstellung hier auf Garnab. Wir schauen uns jetzt die Feuerwehrware bzw. das Feuerwehrhaus an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von Alice, Home Modding, Nightwolf und Battle Wolf 781. Urmodder sind da FWKB, RW Modding und Top Ace und Dusty und Nick und vieles weitere. Die Creditliste ist relativ lang. Wir schreiben alles wie immer auf unserer Download-Seite auf. Gibt es nur für PC und Mac, findet ihr einmal in der Kategorie platzierbare Objekte und dann halten. Ganz hinten habt ihr sie oder habt ihr es. Feuerwehrhaus 95.000 Euro in der Anschaffung, 45 Euro Unterhaltskosten am Tag. Und es ist für Freunde des RPs bzw. Freunde des Blaulichtes dann doch ein großes Highlight, denn wie die Modder selber auch schon schrieben, eine Feuerwehrwache, die es bis dato im LS so nicht gab, und das kann man jetzt schon vorweg mal unterstreichen. Ihr seht, ihr braucht ein bisschen Platz, um das Ganze hier zu positionieren. Es sind drei Gebäude mit sechs Garagen. Acht Garagenblöcke so rum, mit acht Garagenblöcke für Fahrzeuge mit dazu, inklusive noch ein Haufen Deko. Voll bespielbar, voll begehbar, mit Funktion und so weiter und so fort. Erstmal im Allgemeinen der Außenbereich. Ihr seht das Ganze hier, ne? Ihr könnt hier, Parkplätze sind da mit dabei und so weiter und so fort. Wir haben hier im Außenbereich Beleuchtung. Ne, klarer Fall, ihr habt Lichtschalter, um die Beleuchtung mit anzuschalten. Ihr habt hier die Tore 1, 2, 3, 4, bis hier rüber 5, 6, 7, 8. Ne? Also, das geht alles, selbst wenn ihr ein bisschen ökologischer unterwegs seid und mit dem Fahrrad kommt, ne, habt ihr hier noch Fahrradstellplätze und Biotonnen mit dabei. Ansonsten ist das Ganze hier ringsrum noch eingezäunt, wie ihr unschwer erkennen könnt. Ne? Und dann geht das einmal hier komplett durch. Das also erstmal zum Thema Außenbereich, zum Thema Texturen im Außenbereich. Ihr seht hier Feuerwehr so mit rangeschrieben. Das sieht soweit gut aus. Auch hier, was die Beton, gehe ich mal davon aus, was das hier darstellen soll. Das Wappen der Feuerwehr, ne, auch hier alles schick schön. Kann man wirklich wenig dagegen sagen. Das ist alles sehr schön ausmodelliert. So, gehen wir einmal rein. Das ist hier unser Dings. Ne? Wir haben eigenen Sound und so weiter und so fort, können jetzt hier reingehen. Und da haben wir erstmal das UG, ja, das Untergeschoss, oder UG, eher gesagt, Untergeschoss, ne? Oder normales Geschoss, je nachdem. Ihr seht, ihr könnt hier alle Türen öffnen, ihr könnt überall mit reingehen. Wir haben im Endeffekt die Schlafplätze, wurden Betten und Dings alles hier mit rangenommen. Es ist natürlich nicht jedes kleinste Detail, das ist ganz klar. Das würde auch nicht funktionieren, ohne nicht den Rahmen der MB-Größe zu sprengen, was wir später noch dazu kommen. Aber ihr seht, ihr kommt hier überall rein. Wir haben überall solche kleinen Deko-Feuerwehr-Autos hier noch mit dabei, Kommoden, ein paar Blumen sind auch noch mit dabei, eine Sofa-Sitzecke, Fernseher, ne, Esstische etc. etc. Uhrzeiten sind soweit auch mit drin. Wir haben hier Klo für Frauen, Klo für Männer, ne, Waschbecken, ne, und Heizung, das muss reichen. Ne, ist in dem Falle auch gespiegelt, also sieht dementsprechend exakt gleich aus. Dann können wir einmal weiter hier hochgehen, da kommen wir zur Leitstelle. Auch hier viele Monitore, Computer und Co. Hier vorne haben wir dann auch gleich Funktionen. Auch hier gibt es dann nochmal einzelne Räume, die mit betreten werden können. Was ja auch immer offiziell für eine Dings haben, ne? Je nachdem, aber hier sind nochmal Betten. Ihr seht auch nochmal hier, ja, mit der Infotafel, auch erstaunlich gute Qualität. Hier ist zwar schon leicht ein bisschen Unschärfe drin, aber man kann es halt immer noch erkennen. Ne? Also deswegen passt das Ganze. Ja. Dann hier noch Monitore, Kommoden und alles, was so dazugehört. Wir haben hier auch noch Lichtschalter mit dabei, die ihr mit einschalten könnt, sodass ihr auch nachts etwas sehen könnt. Und hier vorne haben wir dann, was die Leitstelle angeht, dann hier ein paar Knöpfe, wo Durchsagen gemacht werden. Gehen wir einfach mal hier hin. Einsatz für den Löschzug, Brandeinsatz. Ich wiederhole, Einsatz für den Löschzug, Brandeinsatz. Ja. Da haben wir, ja, die Durchsage könnt ihr jederzeit ausschalten. Ne? Genau, dann haben wir hier das nächste. Einsatz für den Rüstzug, technische Hilfeleistung. Ich wiederhole, Einsatz für den Rüstzug, technische Hilfeleistung. Na, und dann haben wir das hier noch. Das ist ein bisschen komplizierter, da müsst ihr so ein bisschen schräg drauf gucken. Einsatz für den Rüstzug, Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person. Ich wiederhole, Einsatz für den Rüstzug, Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person. Jo, also das könnt ihr dadurch alles steuern, das ist recht nett, und wir haben sogar eine komplette Sirene. Achtung, die ist ein bisschen laut.
und so weiter und so fort. Ihr könnt ihr jederzeit dementsprechend ausschalten. Also für das volle RP-Erlebnis alles im Endeffekt mit dabei. Na, hier können wir nochmal rein. Servus Mahlzeit. Ne? Ihr seht das Ganze auch schöne Grafiken hier mit dabei. Also das ist alles schick schön und das zum Thema Obergeschoss. Wunderbar, das meinte ich halt auch mit voll bespielbar. So, dann geht es einmal hier weiter. Ne? Lagerräume. Und wenn wir hier noch einmal weitergehen, kommen wir dann dementsprechend auch hier in die Fahrzeughalle mit rein. Servusle. Und ja, da habt ihr dann dementsprechend Platz. Auch hier ist alles mit animiert. Also wenn ich hier die Tore öffne, ihr seht, die Lampen hier gehen aus. Draußen gehen diese gelben Warner hier mit an, dementsprechend. Die gehen auch wieder mit aus, sofern ich das ganze Ding wieder zumache. Ne? Also das funkt soweit auch alles. Das gleiche gilt dann dementsprechend auch für hier drüben. Ne, sobald es einmal hier geöffnet ist, habt ihr dann auch hier eine grüne Lampe, etc. etc. Dann geht es einmal hier weiter, da haben wir dann die ganzen Spinde. Das sind natürlich nur Texturen, ist klar, das sieht man auch, aber sieht soweit auch nicht verkehrt aus, weil ein bisschen Pixelbrei, aber trotzdem relativ wenig. Und wenn man jetzt einfach so davor stehen würde, würde man sagen, ja, das passt. Ne? Dann hier nochmal Übersicht. Ne? Und hier drüben geht es dann halt weiter. Ihr müsst bedenken, ihr seht das hier zum Beispiel, eine glatte Fläche müsst ihr haben, also ein glatter Boden, ansonsten kann hier noch ein bisschen was durchglitschen. Aber wenn ihr das achtet, dann passt der ganze Spaß dementsprechend auch. Ja, das ist es eigentlich in dem Fall auch schon gewesen. Wie gesagt, ihr habt halt Lichtschalter überall mit dabei, sodass ihr nachts auch eine Beleuchtung da aktiv mit habt. Manchmal muss man die ein bisschen suchen, aber wie zum Beispiel hier, wir gehen zum Beispiel mal in die Nacht hier rein. Da seht ihr, das passt alles, weil ansonsten ist es halt echt ein bisschen finster wie ein Bärenarsch. Aber wenn ihr hier das Licht anmacht, dann seht ihr, habt ihr da dementsprechend einmal die komplette Beleuchtung mit dabei. Zack, sodass ihr auch nachts hier arbeiten könnt. Ne? Das Ganze gibt es auch im Außenbereich. Machen wir kurz mal das Brett auf. Ne? Gibt es hier den Lichtschalter. Zack, und dann ist das Ganze nämlich hier auch mit beleuchtet. Genauso könnt ihr hier drinnen noch die Fahrzeughallen, sofern ihr hier den Lichtschalter anmacht. Zack, das Ganze auch noch mit beleuchten. Also das ist alles mit drinne und das ist alles schön. Wenn wir uns dann noch den Log anschauen, seht ihr, das ist auch soweit sauber. Könnt ihr euch also, was das angeht, bedenkenlos downloaden. Wir haben zwar hier ein Error Mesh Has Zero Triangles mit drin. Keine Ahnung. Ist aber auch, gibt's nichts weiter. Schreiben wir damit auf, aber ist jetzt nicht so relevant. Einziger Nachteil, die Feuerwache ist 155, 160 MB. Irgendwas so um den Daumen ist die relativ groß. Das ist natürlich eine Wucht, ist klar, aber im Anbetracht der Ausmaße, der Funktion und auch des Detailgrades muss man halt irgendwo Abstriche machen. Wenn ihr eine auf den Server draufstellt, sollte es weniger Probleme sein. Ne? Wenn ihr natürlich noch mit Windows 5.9 spielt, hä? Aber eine auf einer Map würde gehen, ihr solltet halt nicht irgendwo 10 platzieren, ne, sollte klar. Aber ansonsten, wunderschöne Arbeit vom LS Mapping Team, beziehungsweise auch von den Ohrmoddern damals noch, von daher passt. Also, Blaulichtfreunde, RP-Freunde, zuschlagen, im Sinne von Mod-Downloaden. Nun, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung mit verlinkt. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat und bis dann, haut rein, tschüssikowski, tschüss.